Welcome back. Du bist ein gottverdammter Herrenanstaltsinsasse! Motherfucker! In a way I find satisfactory, and if you do not, I will saw your head off with this here appliance, you hear me? So here it comes. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I'm sure. I don't know what you're talking about. There is no resistance! Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! Boom, 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 boom. Okay, I tell you! Damn it! What do you want to know? The resistance fighters, where are they? Berlin-Eisenwald prison. But you'll never make it there. Checkpoints everywhere, looking for you and the nurse. And soon they will find this place. And then you will be on your knees! I wanna know, what kind of old person needs that big of a chainsaw? Если ж пристойный хлоп, пане Воскович, не такой пристойный, как я, але нежели, нежели. Пильну я ей. Розумімо ще? Або я чи знайде і зроблю ті кшифти. Розумієм. Добре. Добре. Więc вибираємо ще до Берліна. We ask for your mercy, Lord. As we make to journey across dark waters. Grant us sound feet. And silent breath. Refuge from the storm. Ihre Papiere. And safe passage. And its hungry wolves. My hand. The road is not safe. You kill the Nazis. Here, I stay with Carl. If somebody. We wait for you here. Kill everyone. Cargo. We have a train to catch.
Thank you. So I just finished the first episode of Fallout earlier. So far it's pretty good. But from what I'm hearing, I've been spoiled, is like how, why the bombs fall, and it's not because, you know, the war going on. It's because of the companies like Robco is shut. Which kind of pissed me off, because I'm just like, why? Why would you go this route? And then it showed... Oh, he killed them all.
Thank God. Did I just go in a big fucking circle? I did go in a big fucking circle. Let's go to Berlin and make some great albums. If you don't know that reference, it's a reference to David Bowie's Berlin trilogy. Where him and Iggy Pop went to Berlin to get sober. Yeah, David Bowie's is Lodger Heroes and let me look at those albums. Hero Low, Hero and Lodger. So yeah, him and Iggy Pop went to Berlin and were like, we're gonna go to Berlin and get clean.
But so they're just getting some good music, making some good shit. Ah, yeah. Well, shit. Trees, galos!
part, Fido. Sorry, friend.
Get out of here. Do it, huh? My eye. I got something in my eye. Fuck. Look down. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Schatz, ey? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie
ihre Entscheidung bereuen werden. I'll shoot you. Uh-oh. Gut. Lasst uns anfangen. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. What's it as if I pick up the gun? Fuck you, bitch! Fuck you! I'm back. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmführer. Ja, das werden wir bald wissen. Nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Sage Ihnen. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen, gar nichts! Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa? Lass ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby. Lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin. William? Yes. Is that for me? Yes. You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Yes. And they banged. Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. Sometimes mayhem, suffering, and death. Sometimes you just need to feel something good. I know where to go. A way to get inside Eisenberg prison. There's a hotel. It's on the same street as secret police headquarters. Everybody knows about it. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them. And then they drive them back to Eisenberg prison. If they're still alive. Something's happening.
There's a prison transport arriving. Come quickly. They're making me pick up. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenbahn prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you. I'm gonna go for a smoke. Be back soon. See you guys later.